meiner Seite aus ein dickes Kompliment an die Organisatoren und die Veranstaltung selber. Ich habe es ein paar Mal, Herr Scholl hat es ja etwas anders formuliert, aber ich glaube, so ein bisschen stammt das aus dem, was ich ihm gesagt habe. Es gab dieses Jahr in Deutschland keinen Kongress, auch keinen Medizinerkongress zum Thema Parkinson, wo Sie alle die Experten, die Sie schon haben hören können, an einem einzigen Ort gehabt haben. Das ist die größte Parkinson-Veranstaltung in Deutschland. Dass Mediziner nicht kommen, seien Sie froh, dass Sie nicht auch noch als Besucher kommen, das wäre ja viel zu viel und es geht um Sie. Der Minister hat ja schon gesagt, es geht auch um die Selbsthilfe. Und mit meinem Thema Medical Cannabis in der praktischen Anwendung Parkinson bin ich genauso ein bisschen mitten in dieser Problematik. Medizinisches Cannabis ist seit 2017 letztendlich, also 5 Jahre feiern wir jetzt Verordnungsfähigkeit von medizinischem Cannabis, ich werde gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und dennoch haben wir noch riesige Hürden vor uns. Wer es schon mal versucht hat, mit seinem behandelnden Arzt anzusprechen, wird manchmal das Erfolgserlebnis gehabt haben, dass der Arzt darauf eingegangen ist. Meine Erfahrung auch in Gesprächen mit Patienten und auch mit Kollegen, und ich halte sehr viele Fortbildungen dazu, ist eher die, geh mir da fort damit. Und das ist kein Fertigarzneimittel, das, was Sie so einfach mit dem Rezeptblock ausfüllen können. Und alles, was nicht so ein Fertigarzneimittel ist, hat immer so einen Nimbus, könnte ja irgendwas was Teuflisches sein. Die meisten meiner Kollegen sind auch nicht, manche sind etwas jünger, manche sind etwas älter, je nachdem, aber im Grunde haben sie alle in der Studentenzeit irgendwie Erfahrungen damit gemacht. Und ich fürchte mal, das hängt so ein bisschen nach und sie sagen, nee, das kann man doch nicht medizinisch einsetzen. Ich werde Ihnen heute zeigen, das geht. Und ich werde Ihnen auch zeigen, warum das geht. Und nehmen Sie das einfach zu Ihrem niedergelassenen Arzt mit, da soll man drüber nachdenken, und wenn er glaubt, er kommt damit nicht zurecht, wird es aber mit Ihnen machen, soll er uns anrufen. Also jetzt starten wir mal mit dem Thema, damit Sie ein bisschen was darüber erfahren können, damit Sie auch besser mitreden können. Denn das ist ja eines der Ziele, das wir hier mit so einer Veranstaltung verfolgen, dass Sie informiert sind, vielleicht besser als Ihr behandelnder Arzt, ist auch nicht schlimm, und da Vorschläge einbringen können, wenn es noch um bestimmte Themen geht. Eins vorneweg, und das sage ich immer gerne gleich am Anfang, ich werde Ihnen gleich noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Medizinisches Cannabis in egal welcher Anwendungsform ist nicht das Allheilmittel zur Behandlung von Morbus Parkinson. Das ist kein Gießkannenpräparat, mit dem Sie jetzt alles beseitigen können. Aber keines Ihrer Medikamente, das ein Fertigarzneimittel ist, ist ein Allheilmittel für die Behandlung. Sie haben oft Erfolg damit und wir setzen auch alle die Fertigarzneimittel ein. Ich bin der Letzte, der keine einsetzen würde. Und das Gleiche geht für medizinisches Cannabis. Wenn die Symptome so sind, dass wir mit bestimmten Behandlungsmethoden, die uns zur Verfügung stehen, nicht mehr weiterkommen, dann ist es angebracht, mal einen anderen Schritt zu machen, über den Tellerrand hinauszugucken und zu sagen, okay, gibt es da nicht noch was und könnte ich das nicht mal ausprobieren? Es geht immer um Ihre Lebensqualität, es geht immer um Symptomlinderung. Und Symptome können sehr vielseitig sein, auch das werde ich Ihnen zeigen. Jetzt habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, ich habe ja schon gesagt, manche sind ja älter als ich, manche sind mindestens so alt wie ich. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich so, Parkinson-Patienten sind ja in der Regel etwas älter. Und die Jüngeren, die stelle ich dann auf die Probe. Kennt von den Jüngeren jemand dieses Bild? Von den Älteren? Oh, täuschen Sie mich nicht. Genau. Jawohl. Also, das ist ein Bild aus einem Buch von Wilhelm Busch, eine Zeichnung von Wilhelm Busch. Und die plattdeutsche Unterschrift ist hier Latte Pipistan, das hier, ne? Ja, und dann tanzt hier alles um ihn rum. So, warum habe ich das mitgebracht? Weil, das werde ich Ihnen gleich zeigen, in der Geschichte. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken beginnt. Die ersten Aufzeichnungen, die wir haben, 3000 vor Christus. Mediziner und die Pharmaindustrie sprechen immer so modern von Real-World-Daten. Wenn Sie Studien sehen, heißt es immer Real-World-Daten. Das ist das ganz große neue Beleg für die Wertigkeit und für die Funktionstüchtigkeit von Produkten. Ist eine gute Sache, diese Real-World-Daten, weil sie vergleichbar sind. Wir haben hier Real-World-Daten seit 3000 vor Christus. Ich glaube, es gibt kein Produkt, das so lange auf Real-World-Daten zurückgreifen kann.
Und wenn man dann in der Geschichte ein bisschen weiter, ist es nie verlassen worden. Sie finden sogar hier irgendwo mal, Hildegard von Bingen hat das beschrieben, das sind alles Beschreibungen zur Verwendung von medizinischem Cannabis. Hier habe ich so einen Cut gemacht, 1830 bis 1940, und da möchte ich auf einen Punkt hinweisen, 50% aller verkauften Arzneimittel in Europa und den USA waren in diesem Zeitraum, vor 1920 bis 30 ungefähr, auf Cannabisbasis aufgebaut. Da kann ja niemand sagen, das gab es noch nie. Es gibt keine Studien. Da gab es keine Studien. Natürlich nicht. Es gibt kein Produkt aus der Zeit, in der es Studien gab. Aber es wurde schon verwendet. Nun, dann gab es diese Produkte in dieser Zeit. Sehr schöne Geschichte. Muss man hier, süße Träume. Ne? Das glaube ich jetzt selber nicht, muss ich ehrlich sagen, dass das funktioniert. Also Hühneraugen bin ich eher skeptisch. Aber man hat es hier bei Asthma, Fruit-Extrakt, hier haben sie die indische Zigarette drin. Das ist der Tabak, den der junge Mann, den der Wilhelm Busch da gezeichnet hat, geraucht hat. Warum ist das der Tabak? Knaster, vielleicht hat jemand von den Älteren diesen Begriff schon mal für Tabakrauch, also für Tabakware gehört. Knaster, der Begriff kommt deswegen, weil der war versetzt mit Cannabis und es war wesentlich billiger, Tabak mit Cannabis zu rauchen, als reinen Tabak in der Zeit. Tabak war sehr teuer und die Kombination war günstiger. Und darauf beruht das Bild von Wilhelm Busch, weil das eben ein solcher Tabakkonsum damals war. So, jetzt haben wir das Jahr 1940 verlassen, ungefähr, weil es gab ein Problem. In den USA wurde der Anbau und die Verwendung von Marihuana verboten, haben wir hier. Und dann gab es weltweit ein Anbauverbot, ungefähr in den 60er Jahren. Hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass das jetzt geächtet wurde, weil irgendwie die Nebenwirkungen oder das Probleme aufgetaucht sind. Und das hat einfach und allein was damit zu tun gehabt. Der Kommission Zuständige war der Onkel eines großen Holzplantagenanbauers. Und der Anbau von Cannabispflanzen braucht viel Fläche. Und die standen in echter Konkurrenz. Und dann kamen immer mehr Pharmafirmen auf und die haben gesagt, was sollen wir denn mit so einem Pflanzenstoff? Ja, wir haben ja Chemieprodukte, die wollen wir verkaufen, also lieber weg damit. Dann hat man weltweit den Anbau verboten und dann ging es erst richtig los. Gucken Sie mal hier, 1960, vorher hatte ich gesagt, fast 5000 Jahre Cannabis-Erfahrung, aber hier 64, 77, 92, 93, relativ kurze Zeitabstände, wurde damit geforscht und hierüber werde ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen, THC und CBD als die relevanten isolierten Stoffe, CBD-Wirkung, die Entdeckung des Endocannabinoid-Systems, komplizierter Name, ich erkläre Ihnen gleich, was sich dahinter verbirgt und warum das so relevant ist. Und dann schreiben wir hier das Jahr 2016. Im Jahr 2016 war es das erste Mal möglich für Patienten in Deutschland, Cannabis verordnet zu bekommen und dass das legal war. Allerdings mussten die Patienten noch alles selber bezahlen. Jetzt könnte man sagen, sind wir jetzt 6 Jahre später viel weiter. Ein bisschen weiter sind wir schon, es gibt zumindest mal einen Anspruch. Und dann hat irgendeiner geklagt und gesagt, das kann man nicht leisten. Hat eine Petition an den Bundestag geschrieben. Und dann hat man überlegt, na gut, wir könnten dem natürlich erlauben, auf dem Balkon die Pflanze selber zu ziehen, dann muss er es nicht mehr kaufen. Und es ist überliefert, ob es wirklich stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber so sei dann der Antrag durchgekommen. Frau Merkel habe gesagt, das kann nicht sein, dann haben wir nachher auf jedem Balkon in Deutschland eine Cannabispflanze stehen, wir müssen das Gesetz ändern. Und daraufhin, vielleicht gibt es auch andere Gründe, aber das wird immer so ein bisschen schmutzhaft korportiert. Daraufhin wurde 2017 das Gesetz geändert und mit der Änderung des Gesetzes hat jetzt jeder einen Anspruch darauf, dass der Arzt sich mit dieser Thematik beschäftigt und wenn er davon überzeugt ist, dass die Indikation zu diesem Thematik passt, einen Antrag bei der Krankenkasse stellen kann und auf die gesetzlichen Grundlagen gehen wir gleich noch ein und warum das so fatal ist, wie das ausgelegt wird. Fatal für Sie. Grundlagen des Endocannabinoid-Systems. Schwieriges Wort. Und ich werde Ihnen gleich erklären, was es damit auf sich hat. Noch eine schwierigere Formel. Aber Sie müssen so ein bisschen damit mir jetzt durch. Kann ich nicht verhindern. Warum ist das so wichtig? Was wir mit der Cannabinoid-Therapie machen, ist nichts anderes als das, was Sie zum Teil, aber an anderen Rezeptoren aus dem Bereich der Parkinson-Therapie kennen. Wir führen nicht von außen irgendeine Chemikalie zu, die der Körper nicht kennt,
sondern der Körper kennt diese Substanz und er benutzt sie seit Tausenden von Jahren in bestimmten Situationen. Das Problem ist nur, wenn diese Situationen Überhand nehmen, beispielsweise Schmerz, dann reicht das, was der Körper produziert, und Sie merken, wir sind sehr nah an der Parkinson-Therapie, dann reicht das, was der Körper produziert, nicht aus, um das auszugleichen. Und dann brauchen wir von außen einen Wirkstoff, der dem körpereigenen Wirkstoff sehr ähnlich ist, um die Differenz wieder ausgleichen zu können. Und das ist der Trick bei der Cannabis-Therapie. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier an diesem Bild nochmal. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wir haben bestimmte Kanäle, die auf- und zugehen, je nachdem, was für eine Symptomatik Sie haben. Ich bleibe mal ein bisschen beim Schmerz, weil da lässt sich es am einfachsten erklären. Aber wer sich mit seiner Cannabis-Therapie auskennt, weiß, dass wir auch dort Glutamat und Calcium durchaus mit berücksichtigen. Es gibt ja einige Präparate, die ganz gezielt auf diese Rezeptoren, an diesen Rezeptoren sich orientieren. Wenn es jetzt also so ist, dass ein Problem auftaucht, das der Körper selber zu bearbeiten hat, also beispielsweise Schmerz, was passiert? Die Calciumkanäle sind offen, das sind diese hier, und Glutamat wird im Überschuss ausgeschüttet. Jetzt gibt es hier auf dieser Seite entsprechende Rezeptoren, die sagen, oh, da ist ein bisschen viel Zeug drin. Wir müssen das bremsen, sonst hat der Patient Beschwerden. Und das ist das Anandamid, auch ein schwieriger Name, brauchen Sie sich nicht merken, aber das ist unsere eigentliche körpereigene Substanz. Und dann schüttelt er das aus, hier ist so diese Abkürzung dafür. Dieses Anandamid dockt dann hier an anderen Rezeptoren an und was passiert? Die Calciumkanäle gehen zu und die Glutamatausschüttung geht zurück. Und weil der Überfluss an Calcium und Glutamat das Symptom verursacht hat, geht auch das Symptom zurück. So funktioniert das normalerweise. Bei jedem von uns. Unabhängig, ob Sie Parkinson haben, ob Sie was anderes haben, bei jedem von uns funktioniert das so. Leider ist das so, wenn Sie jetzt ein Erkrankungsbild haben, bei dem bestimmte Symptome sehr häufig oder chronisch vorkommen, dann reicht das Anandamid nicht mehr aus. Und da setzt genau die Therapie mit Cannabis an. Die sieht nämlich genauso aus wie das Anandamid, was wir körpereigen produzieren und ersetzt das, was uns fehlt. Ich sagte Ihnen ja, das, was Sie aus der Dopamintherapie kennen, ist hier nichts anderes, nur an anderen Rezeptoren. Ja, können wir ein bisschen schneller machen. Die Frage ist, haben wir überhaupt genügend Rezeptoren? Und dann die nächste Frage, warum funktioniert es nicht bei jedem Patienten? Ich sagte Ihnen ja eingangs, es ist kein Gießkannenprinzip, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Bei vielen Patienten können wir es positiv einsetzen, bei einigen eben leider nicht. Woran liegt das? Wir haben unterschiedlich viele Rezeptoren in unterschiedlichen Regionen. Wer sich so ein bisschen mit seiner Erkrankung Parkinson auskennt, weiß, dass immer wieder, vielleicht auch heute im Laufe des Tages oder gestern, solche Begriffe hier gefallen sind wie Thalamus und Basalganglien, Substantia nigra, Globus pallidus, Hippocampus. Das sind so die Regionen, in denen sich der Parkinson eigentlich abspielt. Und wenn Sie sich das hier angucken, das Grüne sind CB1-Rezeptoren, es gibt es sehr viele im Bereich des Gehirns. Das Blaue sind CB2-Rezeptoren. Wir kennen ungefähr 20 Rezeptoren im Körper, auf die Cannabis anspricht. Die sind eher so ein bisschen in dem Magen-Darm-Bereich, in der Lunge und so weiter und sprechen vor allem aufs Immunsystem an. Wer heute Morgen in dem eigentlich zu schlecht besuchten einen kleinen Vortrag von der Kollegin Schäfer war, die über Frühsymptome gesprochen hat, da ist zweimal das Stichwort gefallen, inflammatorisch, also entzündlich, mögliche entzündliche Ursachen. CB2-Rezeptoren wären dafür zuständig, dieses Antiinflammatorische in den Griff zu kriegen. Also Cannabis wirkt auch durchaus antiinflammatorisch gegen Entzündungen gerichtet. Was gibt es für Wirkstoffe und wie wird das Ganze eigentlich angebaut? Ich wollte Ihnen mit dieser Folie einfach nur mal ein bisschen zeigen, die Cannabisfirmen, die in Deutschland Cannabis auf den Markt bringen dürfen, egal in welcher Form, ob als Blüte, als Kapsel, das muss der Apotheker aber herstellen, oder als ölige Formation. Und da liegen alle den gleichen Standards. Und diese Standards sind entsprechend denen, die die Pharmaindustrie bei ihren Fertigprodukten kennt. Mit einer Ausnahme, sie brauchen keine Zulassungsstudie zu machen.
Das ist der einzige Unterschied. Alle anderen Standardkriterien müssen auch diese Firmen einhalten. Und Sie sehen das hier mal so ein bisschen aufgelistet. Was gibt es alles? Es gibt ein Problem zum Beispiel bei Lieferketten. Das kennen wir bei Fertigarzneimitteln aber auch. Gut ist es, seit neuestem können wir in Deutschland produzieren, wenn auch nur bisher Blüten. Europäisch geht schon länger, auch Blüten- und Vollspektrumextrakte ist durchaus machbar. Also das ist ganz gut. Man sollte darauf achten, wenn Pflanzen verwendet werden, dass sie tatsächlich bestrahlt sind, die nicht bestrahlten Pflanzen. Man glaubt immer so, ja, ökologisch sei das ja viel besser, man würde jetzt was nicht bestrahltes zu sich nehmen. Dem ist leider nicht so. Die nicht bestrahlten haben einen sehr hohen Pilzanteil. Also es sollte die Industrie bestrahlt haben. Und es müssen sehr stabile Werte gewährleistet sein. Sie sehen hier, Qualitätsmanagement wird auch bei diesen Firmen groß geschrieben. Hier mal nur, die haben eine Forschung dabei, die kultivieren das, was sie machen, sie verarbeiten es, dann kommt erst die Extraktion, dann kommt die Analyse dessen, was da extrahiert worden ist. Und da muss hier nochmal, nachdem es nach Deutschland importiert worden ist, nochmal analysiert werden und vorher darf es gar nicht abgegeben werden. Und letztendlich ist auch der Apotheker verpflichtet, ein drittes Mal zu analysieren. So, was habe ich Ihnen hier noch mitgebracht aus dem Bäder? Das sind meine beiden Lieblingsprodukte. Hier unser Osterhase und der Weihnachtsmann. Warum? Anandamid, habe ich vorhin gesagt, unser körpereigenes Endocannabinoid, ist in Schokolade drin. Wenn Sie also ein Kilo Schokolade jeden Tag zu sich nehmen, haben Sie auch eine gewisse Menge Endocannabinoide zu sich genommen, nämlich Anandamid. Nur ein Kilo Schokolade ist halt wahnsinnig schwierig zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das von Ihnen jemand schafft. Ich esse gerne Schokolade, aber ein Kilo schaffe ich jetzt auch nicht. Aber dann hätten Sie den Wirkstoff zugeführt und würden jetzt kein Cannabis nehmen, hätten eine andere Form von Endocannabinoid. So, hier führe Sie schnell durch, weil das brauchen Sie gar nicht alles zu wissen, sollte Ihr Doktor wissen. Es gibt drei Fertigarzneimittel. Sativex ist das bekannteste, Canemis ist eins und das letzte ist das Epidiolex. Warum sind die interessant? Für Sie sind die eigentlich gar nicht interessant, weil die werden bei Ihnen wahrscheinlich nicht verordnet werden. Diese Fertigarzneimittel haben eine Zulassung für eine einzige Indikation. Keine davon ist Parkinson. Und nur für diese Indikation dürfen sie auch genauso verordnet werden, wie sie verordnet werden, nämlich auf dem BTM-Rezept, das die Kasse auch erstatten muss. Wenn diese Produkte für eine andere Indikation, beispielsweise Schmerz beim Parkinson, verordnet werden, dann muss ebenso ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden, wie für alles andere auch. Alles andere sind die Cannabis-Extrakte, die Blüten und das Dronabinol als THC-Reinsubstanz. Warum sind die trotzdem relevant und interessant für uns? Weil das Fertigarzneimittel sind und Fertigarzneimittel unterliegen einer Zulassungsbestimmung. Das heißt, wir haben für die Wirkstoffe THC und CBD tatsächlich Zulassungsstudien, nur nicht für die Produkte, die Sie bekommen können. Man könnte jetzt, es ist nicht korrekt pharmakologisch und auch von der Rechtssituation nicht korrekt. Ich sage es aber trotzdem immer gerne wieder, weil die ersten Firmen schon Rabattverträge gemacht haben und im Grunde ist das, was Sie vom Arzt verordnet bekommen können in Form von THC oder THC-CBD, nichts anderes als Generika dieser drei Fertigarzneimittel. Es gibt aber allerdings auch keine Generika-Studie dazu, muss man fairerweise auch sagen. Trotzdem gibt es Rabattverträge, das ist eine komische Geschichte. Wer sich in der Pharmaindustrie auskennt, weiß, Rabattverträge ohne Generika-Zulassung ist eine merkwürdige Sache. Aber es gibt es. So. Also, das nur so viel dazu, das ist möglich. Was kann ich Ihnen auf der Folie noch zeigen? Im Wesentlichen eigentlich nur die Unterschiede zwischen den Extrakten, kommen wir später nochmal drauf zurück, und den Blüten. Der entscheidende Unterschied ist zunächst mal nur, wie schnell wirkt was und wie nehme ich es zu mir. Extrakte sind in öliger Struktur, Blüten, halt Blüten, müssen inhaliert werden. Ist noch mehr drin? Wenn ich es nicht chemisch betrachte, haben wir hier eine Phytotherapie, das heißt, wir haben eine Pflanzentherapie. Wenn ich eine Pflanzentherapie habe und nehme nichts Besonderes raus, dann habe ich auch Terpene. Und diese Terpene sind mal aufgeschlüsselt worden. Sie sehen das hier. Es gibt eine Fülle von Terpenen, die man mit dieser Therapie gleichzeitig zu sich nimmt und zu sich führt. Unter anderem
zum Beispiel sowas wie das Limonen, das relativ bekannt ist, oder Pinen, wer bei einer Erkältung schon mal sich die Bronchien, die Lunge eingerieben hat, weiß, dass es da ätherische Öle gibt, die da helfen können. Das sind genau die gleichen ätherischen Öle, die Sie auch in der Cannabispflanze finden. Und die werden auch in dieser Therapie mitgenutzt. So, ganz kurz darauf zurück. Ich sagte schon, es gibt einen Unterschied zwischen Ölen und zwischen Blüten. Der relevanteste Unterschied ist der: Die Öle haben so ein bisschen so einen Retardcharakter, wie Sie das aus Parkinson-Therapie auch kennen. Die fluten viel langsamer an, halten aber länger durch. Das ist so ein bisschen das, was die bei Ihnen ist. Die Blüten hingegen, die haben so die LT-Charakter, sagen wir mal, und die fluten sehr schnell an, sehr schnell, innerhalb von 20 Minuten spätestens haben sie da einen Wirkungseffekt. Aber die halten auch nicht so lange durch. Allerdings immerhin halten sie doch von der Wirkung her mindestens 3 Stunden. Also man kann auch damit therapieren. Oft nimmt man beides, um einen schnellen Effekt zu haben und einen Langzeiteffekt über den ganzen Tag. Wie wird dosiert? Dosiert wird grundsätzlich langsam. Das heißt, man fängt mit der niedrigstmöglichen Dosierung an. Wenn man sich dran hält und das durchhält, dann sind auch die Nebenwirkungen, die zu erwarten sind, sehr, sehr gering. Die wenigsten Patienten mit niedriger Einstiegsdosierung klagen tatsächlich über Nebenwirkungen. Häufigste Nebenwirkung ist so eine Schwindelsymptomatik. Man fängt meistens abends an, dann trifft das auch nicht so zu. Und dann kann man sich vorsichtig hochtitrieren und hochdosieren. Und man muss auch tatsächlich bis zu einer bestimmten Grenzwert gehen. Solange der Patient es verträgt und noch keine Besserung der Symptome eingetreten ist, sollte man immer noch ein bisschen steigern. Wir sagen, wenn wir in der Größenordnung sind, so von 20 Milligramm, 30 Milligramm pro Tag und der Patient verspürt keinerlei Besserung, dann muss man einfach sagen, das Therapiekonzept hat für diesen Patienten nichts gebracht. Bei 4, 5 Milligramm sollte man aber nicht aufhören. Die meisten Patienten brauchen deutlich mehr und wenn man so früh aufhört, kommt man überhaupt nicht in einen Wirkungsspiegelbereich. Ich wollte Ihnen hier nur zeigen, es gibt nicht sehr viele Interaktionen. Man muss sie wissen, der Arzt sollte sie kennen und wenn nicht, muss er halt nachfragen, zum Beispiel bei uns. Es gibt einige Interaktionen mit Medikamenten. Ein Parkinson-Medikament ist da eigentlich überhaupt keins dabei. Es sind überwiegend zum Beispiel Antibiotika und ähnliche Präparate. Das sollte man wissen. Das teuflische Johanniskraut, was hoffentlich keiner von Ihnen verwendet, ist ja auch mit dabei. Das zerschießt so ziemlich jede Wirkung von allem. Ansonsten wird meistens der Effekt von THC oder CBD erhöht. Hier haben wir die Nebenwirkungen, das sollten Sie auch wissen. Schwindel habe ich schon gesagt, ist die häufigste beim THC. Beim CBD muss man ein bisschen auf die Leberwerte achten. Und hier haben wir es mit einem gesteigerten Appetit und einer Mundtrockenheit zurück zu tun. Da komme ich aber noch mal kurz drauf, weil die Mundtrockenheit kann man beim Parkinson-Patienten eben hervorragend auch nutzen, ohne dass man so große Nebenwirkungen bekommt. Das ist nicht anticholinerg, wie die meisten Medikamente, die wir zur Hypersalivation einsetzen können. Und von daher lässt es sich beim Parkinson-Patienten hervorragend auch sogar nur dazu einsetzen. Welche Applikationsformen kennen wir? In Deutschland kennen wir im Moment nur 2 relevante Applikationsformen. Das ist hier die orale und die inhalierte. Vorstellbar wäre auch hier noch eine Rektale, also Zäpfchen, ist in Deutschland etwas verpönt, Zäpfchen zu geben. Von daher wird es wahrscheinlich eher nicht kommen. In einigen anderen europäischen Ländern gibt es auch Vaginalzäpfchen, zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden werden die gerne eingesetzt. Und es gibt auch einige Erkrankungsbilder im gynäkologischen Bereich mit erheblichen Schmerzen, wo auch Vaginalzäpfchen eingesetzt werden. Neu wird erprobt, es auf der Haut als Hautpatch zu machen. Das ist einer der neuesten Wege, die man versuchen wird. Und das ist im Moment so das, was gängig ist. Aber wie gesagt, die häufigsten sind hier die oralen Formen. So, was habe ich Ihnen hier mitgebracht? Jetzt gibt es viele Patienten und es gibt auch Patienten, die zu uns kommen und das berichten, die sagen, ja, ich habe davon gehört, das ist doch so ein tolles Zeug und das möchte ich gerne mal, wollte ich ausprobieren. Dann war ich in der Drogerie oder im Supermarkt und die haben da CBD rumstehen gehabt und dann habe ich mir CBD-Öl gekauft. Ich kann das mit einem Satz zusammenfassen, indem ich die beiden Dinge vergleiche, die hier vorne stehen. Dies hier ist ein handelsübliches Biohanföl. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Es ist sehr gesund, Biohanföl. Kosten 100 Milliliter ungefähr 3,40 Euro.
ist kein Milligramm CBD drin. Werben die aber auch gar nicht mit. Ganz korrekt. Nichts Faules dran. Ist ein Biohanföl, können Sie nehmen. Sehr viele ungesättigte Fettsäuren, sehr gesund. Preis ist absolut in Ordnung. Gucken Sie mal, hier habe ich Ihnen was anderes mitgebracht. 100 Milliliter, 400 Euro, 0 Milligramm CBD. Aber der Unterschied, die hier sagen, wir haben ein Hanföl, das Sie für Salat verwenden können. Und die hier kriegen Sie nur in der Apotheke und die sagen, wir haben ein super Präparat für Ihre Beschwerden. Ich sage mal, wenn Sie Fußballspieler bei Bayern München sind und legen sich ein Blatt Gold auf Ihr Steak, dann können Sie natürlich auch das hier für Ihren Salat verwenden. Aber mehr ist es nicht. Und genau das ist von CBD zu halten. CBD, das nicht von Ihrem Arzt verordnet ist, das nicht in der Apotheke geprüft ist, das nicht die richtige Dosierung hat, kostet Sie nur Geld. Da ist keinerlei Wirkung drin. Selbst Produkte wie diese hier, die qualitativ hochwertig sind, reichen von der Dosierung nicht aus. Da kommen Sie nicht mit hin. Bei CBD brauchen Sie Dosierungen, die in der Größenordnung von 25 bis 50 bis 100 Milligramm pro Tag liegen. Können Sie das ganze Fläschchen nehmen. Ja, weil die Konzentration einfach zu niedrig ist. Deswegen, in ärztlichen Händen, verordnet, über den Apotheker, zusammengestellt, durchaus etwas, womit man eine Wirkung und einen Effekt erzielen kann. Aber bitte nicht im Drogeriemarkt kaufen. Das ist nur aus Ihrer Tasche rausgeholt, aus der einen Tasche raus und in die des Herstellers hinein. Sonst kommt da nichts bei rum. Aber wie gesagt, vielleicht machen Sie mal einen Salat damit an. Wenn Sie es leisten können, auch gut. Ist was anderes hier, das ist ein Fertigarzneimittel, das ist seriös, ist auch teuer, sehen Sie, ist auch jede Menge Zeug drin. Das ist seriös, würde man aber am Parkinson-Patienten nicht verordnen, weil sie keinen Bedarf dafür haben. Jetzt kommen wir zum Symptomen, das, was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert. Ich übersetze es Ihnen ein bisschen. Links sehen Sie die Parkinson-Symptome nochmal aufgeführt. Rechts sehen Sie Symptome, auf die THC oder CBD tatsächlich studienmäßig belegt Wirkung haben kann. Antinozitiv, Schmerz. Ne? Das ist der Fachbegriff für Schmerz. Antidyskinetisch kennen auch einige von Ihnen. Überbeweglichkeiten beispielsweise sind das, was wir unter Antidyskinesie verstehen. Oder unter Dyskinesie verstehen, das ist antidyskinetisch. Tremor, das brauche ich gar nicht erst großartig übersetzen. Depressive Stimmungslage, auch etwas, was ein Parkinson-Patient kennt. Besonders im Off können wir auch mitbehandeln. Sedierung, ganz häufig etwas, was man beim Tremor zusätzlich braucht. Weil Sie wissen alle, psychische Belastungen führen beim Parkinson-Patienten eher zu einer Steigerung der Symptomatik. Ein bisschen Sedierung kann da gar nichts schaden. Speichelproduktion, das wissen viele, habe ich vorhin gesagt, Mundtrockenheit ist eigentlich eine Nebenwirkung, kann man aber sehr gut verwenden und Entspannung. Und damit haben Sie auf der rechten Seite die wesentlichsten Effekte, die man mit Cannabis behandeln kann. Sie sehen, sind noch viel mehr dabei, antiemetisch und so, das passt aber jetzt hier nicht zwingend in das Thema Parkinson hinein. Das ist eine Studie, die ich Ihnen mitgebracht habe, um Ihnen zu zeigen, das geht tatsächlich. Gucken Sie mal, die Kollegen hier, die haben 200 Patienten untersucht. Sehr seriös gemachte Studie, das waren die Ausgangswerte bei den Patienten. Angst, Schmerz, Schlafstörung, Rigor, Steifigkeit haben die untersucht und Tremor. So, und das war die Verteilung bei den Patienten. Sie sehen, es sind durchaus ältere Patienten. Also man muss jetzt nicht 20 Jahre alt sein, um Cannabistherapie zu bekommen. Ne? Das sind durchaus hier ältere Patienten, passend zum parkinsonischen Erkrankungsbild. Und das sind die Effekte, die zeigen konnten. Responder sind immer die Patienten, so nennen wir die in der Medizin, die gut drauf ansprechen. Non-Responder sind die, die keinen Effekt gehabt haben. Da müssen einige Fertigarzneimittel dran stricken, bis sie dahin kommen. Eine Responderrate für Angst, Schmerz, Schlafstörung, Steifigkeit, Tremor und Verbesserung des Allgemeinbefindens steckt dahinter von über 60%. Das ist etwas, wovon man, und dann bitte bedenken bei Patienten, die vorher fast alle Therapien durch hatten. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Ich muss, glaube ich, schneller reden. Ne? Eine andere Studie, auch schöne Studie, von der Gruppe um Herrn Buhmann in Hamburg. Der hat über 1000 Parkinson-Patienten befragt
in Deutschland. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch einen Bogen ausgefüllt, war in der DPV-Zeitschrift drin. Und das sind seine Ergebnisse. Und das Spannendste für mich hier bei diesen Ergebnissen, das andere hatte ich Ihnen schon gezeigt, dass es einen Effekt hat, ist, dass die Kenntnisse über das Produkt sehr gering sind im Vergleich zu dem, was man sonst weiß, dass Ängste bei Cannabis-Erfahrenen plötzlich verschwinden. Auch viele meiner Kollegen haben diese Ängste, davon mal abgesehen, deswegen verorten sie auch so ungern. Also die haben vor allen Dingen hier Angst, ja, da ist die große Angst der Ärzte beim Verordnen. Und dass die, die keine Erfahrung haben, deswegen sage ich immer, die Patienten, die hatten keine Erfahrung und die Ärzte, die sagen, das ist so, die haben auch keine Erfahrung. Das passt eins zu eins zusammen. Also das hat diese Untersuchung hier gezeigt und die konnten natürlich auch zeigen, dass es eine deutliche Symptomverbesserung gab. Hier haben wir wieder Schmerzen ganz vorne, Muskelkrämpfe, Depressionssymptomatik, Steifheitsgefühl, Schlafstörung. Ich gehe mal nur bis zu denen, bei denen die jetzt eine Verbesserung um 27% gehabt haben, bis zu 27% und mehr. Aber auch ein deutlicher Effekt für die Patienten. Wie sieht die Gesetzeslage dazu aus? Da ist es kompliziert. Ihr niedergelassener Arzt hat ein Problem. Er darf Ihnen nämlich erst dann Cannabis eigentlich aufschreiben, wenn die Krankenkasse bereits genehmigt hat. Mit einer Ausnahme, Sie sind Privatpatient, dann geht es etwas schneller. Haben Sie aber da die falsche Privatkrankenkasse, geht es noch langsamer. Dann kriegen Sie es erst recht nicht. Also bei einigen Privatkrankenkassen geht es gut, bei anderen geht es schlecht. Bei der Beihilfe sollte es normalerweise überhaupt kein Problem geben. Da gibt es nämlich eine Veröffentlichung von der Beihilfe als Hilfestellung für Sachbearbeiter, dass es da zu genehmigen ist. Aber meistens haben Sie ja noch 30% Krankenversicherung dabei, da kann es halt schon schwieriger werden. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es halt vorgeschrieben, der Arzt muss die Indikation stellen, er muss sie unterstützen bei der Antragstellung und dann hat die Krankenkasse 3 Wochen Zeit, sich zu überlegen, ob sie es genehmigt. Sie kann es dem medizinischen Dienst geben, wenn sie ablehnen möchte. Der medizinische Dienst hat dann weitere 2 Wochen Zeit, um zu überprüfen, ob die Antragstellung korrekt ist und eigentlich darf er nur den Antrag überprüfen und nicht die Indikationsstellung. Er darf nur den Antrag überprüfen. Machen die aber meistens nicht, meistens ist es viel komplizierter. Und dann kann der Arzt mit der Therapie beginnen, weil dann kann er Ihnen auch ein Rezept ausstellen, das die Krankenkasse bezahlen muss. In der Klinik haben wir es besser. Wir nehmen den Patienten auf, stellen fest, okay, das wäre jetzt eine Indikation, wir könnten es probieren, dann probieren wir es mit dem Patienten, Aufdosierung, Verträglichkeitsprüfung, Evaluierung. Das heißt, wir lassen 14 Tage lang auch aufzeichnen, wie der Effekt ist. Und wenn wir das aufgezeichnet haben und die Antragstellung mit diesem Antrag verknüpfen mit diesen Daten, die wir hier erhoben haben, dann haben wir in der Regel, wenn ich sagen 100%, das wäre zu schön, aber 95-96% auch Erfolg bei der Antragstellung. Wenn der Antrag aus dem Krankenhaus kommt, muss die Krankenkasse innerhalb von 3 Tagen entscheiden oder es ist zunächst mal eine Genehmigung vorliegend. Also eine Nichtablehnung eines Antrags später als die 3 Tage ist zunächst mal eine Genehmigung. Und das nutzen wir natürlich für die Patienten entsprechend aus. Ansonsten unterscheidet sich der Rest dann nicht mehr von dem des niedergelassenen Arztes. Das sind die gesetzlichen Grundlagen dazu. Und das ist gar nicht so kompliziert, was der Gesetzgeber gesagt hat. Der Gesetzgeber hat gesagt, Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung, nun, das brauche ich Sie nicht zu fragen, das haben Sie alle, wenn Sie Parkinson haben, haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von unterschiedlichen Applikationsformen. Wenn eine andere Standardtherapie nicht zur Verfügung steht, das heißt letztendlich nichts anderes, Sie haben ein Standardpräparat, was man für Parkinson einsetzt oder für eine Symptomkonstellation beim Parkinson einsetzt, nicht vertragen oder es hat Ihnen nicht geholfen. Das sind die beiden Prämissen, nichts anderes. Sie müssen auch nicht, obwohl es eine Standardtherapie ist, einer tiefen Hirnstimulation zustimmen, das ist ein operativer Eingriff, das kann man in dem Antrag ausschließen. Was hat der Gesetzgeber noch gesagt? Die Leistung bedarf natürlich der Genehmigung, die nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnen ist. Das heißt, in dem Moment, in dem der Arzt eigentlich einen Antrag bei der Krankenkasse mit Ihnen gemeinsam stellt, sollte nur in begründeten Ausnahmefällen, begründet muss es immer sein, Ausnahmefälle sind es leider nicht. Wir haben immer noch eine Ablehnungsquote, die in der Größenordnung von 35-40% liegt. Das ist mit Sicherheit nicht mehr ein Ausnahmefall. Das andere hatte ich Ihnen bereits dargestellt. Sollte es nicht gelingen, den Antrag durchzubringen, dann hat der Patient die Möglichkeit, einen zweiten Antrag zu stellen oder aber auch einen entsprechenden gesetzlichen vorgeschriebenen Weg einzuhalten.
Wir empfehlen immer, wenn das der niedergelassene Arzt macht, stellen Sie gleich 2 oder 3 Anträge zum gleichen Zeitpunkt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der gleiche Sachbearbeiter 3 Anträge auf den Tisch kriegt. Es reicht, wenn ein Sachbearbeiter es genehmigt. 2 Ablehnungen gegen 1 spielt keine Rolle. Wenn Sie eine Genehmigung haben, reicht das völlig aus. So, was gibt es noch an wichtigen Fragen? Darf ich mit dem Ding Auto fahren? Ja, das dürfen Sie. Der Gesetzgeber hat gesagt, wenn eine bestimmte Menge nicht überschritten wird und wenn es ausschließlich zu medizinischen Zwecken verwendet wird, nicht zum Freizeitkonsum, dann dürfen Sie Auto fahren. Sie dürfen natürlich nicht Auto fahren, wenn eine Nebenwirkung beispielsweise wäre, dass Sie aufstehen und sind schwindlig, es dreht sich alles um Sie, aber ich hoffe, dann würden Sie sowieso kein Auto fahren. Das dürfen Sie natürlich selbstverständlich nicht, wenn das eine Nebenwirkung wäre. Ansonsten dürfen Sie mit Bescheinigung des Arztes, dass Sie Cannabis zu medizinischen Zwecken verwenden, auch Auto fahren. Das ist also nicht ausgeschlossen. Wir empfehlen den Patienten immer die ersten 14 Tage kein Auto zu fahren, weil dann sind die meisten Nebenwirkungen nämlich weg. Und dann kann man auch in aller Ruhe sagen, okay, hier sollte möglichst nichts passieren. Bitte nicht Alkohol und Cannabis miteinander kombinieren. Ein Glas Bier ist meistens nicht so schlimm, wenn man Auto fahren will. Ein Glas Bier plus 4 Milligramm Cannabis kann aber einen ganz anderen Effekt haben. Also da könnte durchaus sein, dass Sie da tatsächlich nicht mehr Auto fahren können. Auch wenn die Menge 4 Milligramm Cannabis überhaupt kein Problem wäre, ein Glas Bier auch nicht, aber die Kombination kann fatal sein. Wenn man das im Ausland, im europäischen Ausland mitnehmen will, dann gibt es dafür einen Antrag, den man von dem entsprechenden Ämtern sich unterschreiben lassen muss. Nicht der Arzt alleine, bitte immer dran denken, auch die Gesundheitsämter müssen dagegen zeichnen. Dann darf man das zu medizinischen Zwecken auch mitnehmen, innerhalb des europäischen Raumes, Schengen-Raumes. In allen anderen ist es teilweise erlaubt, muss man aber prüfen, ob es tatsächlich und wie da die Vorschriften sind. Bitte? In der Regel, also oft Gesundheitsämter müssen sich erkundigen, müssen es an einer Stelle gegenzeichnen lassen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel damit mit Ihrem Cannabis nach Thailand fliegen, dann gilt das natürlich nicht mehr. Ja, da würde ich dringend raten, vorher zu fragen, welche Rahmenbedingungen die haben. Sonst haben Sie einen langen Thailand-Aufenthalt. Gut, komme ich zur Zusammenfassung. Also was ich Ihnen zeigen wollte, erstens, Cannabis ist zugelassen. Es ist ein Medizinprodukt, das bestimmten Standards unterliegt, die vorgeschrieben sind, die von allen Firmen, die in Deutschland medizinisches Cannabis vertreiben, eingehalten werden müssen. Sonst kriegen die überhaupt keine Zulassung. Jeder, der nicht eine solche Zulassung aufweisen kann, sollte sich die Finger davon lassen. Sollte es aber auch eigentlich in der Apotheke nicht geben. Die Kostenerstattung erfolgt auf Antrag des Arztes, mit eigentlich streng genommen auf Antrag des Patienten, aber das kriegen Sie allein nicht durch, Sie brauchen Ihren Arzt dafür, weil man medizinische Angaben machen muss. Bei einer Ablehnung durch die Krankenkasse haben Sie die Möglichkeit, entsprechend zu klagen oder erstmal den Weg zu gehen, unterschiedliche Antragstellungen nochmal zu wiederholen. Andere Länder setzen Cannabis bei älteren Patienten in Alterseinrichtungen sogar fast regelhaft ein. Das heißt nicht, dass wir das unbedingt in Deutschland haben müssten, aber es zeigt mir doch, es ist kein Problem beim älteren Patienten. Es gibt sehr viele Studien zum medizinischen Cannabis. Fairerweise muss man sagen, dass das Studienniveau nicht ganz dem entspricht, was wir Ärzte immer unter Evidence-Based Medizin verstehen. Also randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert gibt es nicht sehr viele Studien. Es gibt aber sehr, sehr viele Real-World-Daten, Patientenerfahrungsdaten gibt es sehr viele. Und es handelt sich in Deutschland immer noch um Patienten, die sehr viele Therapien vorher hatten und bei denen wir sagen müssen, soll ich dem Patienten jetzt sagen, nur weil ich nicht will, ich habe nichts zur Verfügung, sondern ich habe was zur Verfügung. Es kann sein, dass das auch nicht funktioniert. Das weiß ich halt nicht vorher. Aber es kann auch sein, dass es funktioniert. Und deswegen sollte man es dem Patienten auch möglich machen. Sonst hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, dass der Gesetzgeber da Änderungen vorgenommen hat. Das war das, was der Gesetzgeber wollte, dass die Patienten eine Chance haben, hier eine entsprechende Therapie zu bekommen.
Die stationäre medikamentöse Einstellung ist für den niedergelassenen Arzt einfacher, ist wahrscheinlich auch für Sie einfacher und hat für uns den Vorteil, dass wir Daten sammeln können. Diese Daten verwenden wir natürlich, um daraus Falldatensammlungen und entsprechende Publikationen zu machen, um die Antragstellung und die künftige Verwendung von medizinischem Cannabis auch weiter zu öffnen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen, wenn noch Zeit sind, gerne. Applaus